Damen, meine Herren. Frau Bundeskanzlerin, das ist ein wunderbarer Anblick hier auf dem Marktplatz. Einen schönen guten Abend erstmal. Ja, guten Abend und vor allen Dingen Ihnen allen hier auf dem Platz. Das ist ja ein toller Anblick, so wie unser Abgeordneter Fuchte das alles wieder organisiert hat. Und der Kreisverband, danke, und dass Sie alle gekommen sind. Wunderbar. Bundeskanzlerin, das zweite Haus von rechts hier auf dieser Seite ist das Geburtshaus von Hermann Hesse. Ist das etwas, wo man dann auch so Geschichte atmet, wenn man so viel rumkommt in Deutschland wie Sie? Ja, also das wusste ich ehrlich gesagt nicht und das habe ich jetzt gleich dazugelernt. Und ja, toll, Hermann Hesse. Wie lange hat er hier gelebt? Nee, wie lange er hier gelebt? Hat, wollte ich wissen. Nicht das ganze Leben, okay. Naja, weiß es auch nicht richtig. Fahren, Halbmarathon laufen, kommen Sie im Moment überhaupt dazu in diesen Zeiten auch des Wahlkampfs? Ein bisschen schwierig, aber zuweilen kann ich eine Runde laufen und das ist ganz gut für die Kondition und macht auch den Kopf frei. Aber ich hoffe, dass es nach dem 22. September wieder ein bisschen mehr wird. Bis zum 22. September arbeiten wir jetzt und kämpfen wir jetzt hier in Calw, damit Angela Merkel ihre gute Arbeit als Bundeskanzlerin auch nach dem 22. September fortsetzen kann. Ja, der verdiente Applaus. Herr Fuchtel, die Bundeskanzlerin ist zum allerersten Mal in Calw in Ihrem Wahlkreis. Was ist das für ein Gefühl? Angela Merkel hier auf den Spuren von Hermann Hesse. Das ist ein wunderbares Gefühl hier. Und für seine Arbeit, für seine Arbeit als parlamentarischer Staatssekretär, den Dank gebe ich auch an Annette Wiedmann-Mautz. Genau. Jeder hat für sein Leben Vorstellungen, Pläne, vielleicht Sorgen, Fragen, Träume. Jeder hat Kinder oder Enkel oder Freunde. Und alle 4 Jahre werden Sie gebeten und gefragt, mit Ihrem Kreuz auf dem Wahlzettel ein Stück davon mitzubestimmen, wie sich Deutschland weiterentwickelt. Und die Frage, wie sich Deutschland weiterentwickelt, hängt natürlich mit Ihrem persönlichen Leben zusammen. Politik kann nicht alles. Es gibt Sachen, von denen sind wir fest überzeugt, dass Sie die besser können. Zum Beispiel die Frage zu entscheiden, wann Sie Fleisch essen und wann nicht. Da glauben wir, dass Sie das alleine können. Und die Frage, wo Arbeitsplätze herkommen und wie wir Arbeitsplätze schaffen können, diese Frage ist wieder eine sehr komplizierte Frage, weil die Politik das nicht einfach mit einem Gesetz festlegen kann. Ich kann ja nicht sagen, Sie da vorne in der ersten Reihe, Sie machen mal bitte ein Restaurant auf und Sie da drüben vielleicht eine Schraubenfabrik. Und der Dritte geht bitte in die Landwirtschaft und gründet ein landwirtschaftliches Unternehmen. Dann sagen Sie Frau Merkel in allen Ehren, aber weder haben wir Lust, noch haben wir Talent. Das machen wir nicht. Und dann ist die Politik aufgeschmissen. Und deshalb, weil es auch keine Tarifverträge gibt. Und an der Stelle, da haben wir wieder eine Frage zu entscheiden, die haben Sie zu entscheiden. Wer legt fest, wie der Mindestlohn ist? Wir glauben, dass die Politik das nicht so gut kann. Das hört sich zwar auf den ersten Blick gut an, 8,50 Euro für jeden, aber dann kommt die Frage, wann soll eigentlich der Mindestlohn dann mal erhöht werden? Immer wenn Wahl ist oder wenn wieder jemand laut schreit, es muss gemacht werden. Ich glaube, das könnte uns Arbeitsplätze kosten. Denn wir wissen, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, die haben eine lange Tradition in der Lohnfindung. Und wir glauben, dass wir die verpflichten sollten, dort wo es überhaupt keine Verträge mehr gibt, einen Mindestlohn festzulegen. Und wir, die Politik, sagen dann, das ist der Lohn, der für die ganze Branche gilt. Das haben wir gemacht für die Leiharbeit, für die Pflege, für die Gebäudereiniger, für das Fachgewerbe und für andere Bereiche. 4 Millionen Menschen bekommen heute schon so einen Mindestlohn. Und da, wo weiße Flecken sind, wollen wir das weitermachen. Aber wir wollen alles tun, um die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt
Und wir haben im Augenblick mehr Menschen in Arbeit als jemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, um diese gute Lage nicht zu gefährden, weil uns das allen schaden würde. Oder aber, wenn Sie nicht aus diesem Wahlkreis kommen, sondern aus einem Nachbarwahlkreis, Ihren Bundestagskandidaten. Die Baden-Württemberger sind stark als Landesgruppe, die bringen ihre Vorstellungen ein. Und angesichts dessen, was in Stuttgart in der Landesregierung jetzt los ist, ist das auch noch wichtiger als früher, aber wichtig war es schon. Nachdem Sie nochmal mit Ihren Familien und Freunden alles durchdacht haben und überlegt haben, dann helfen Sie mir, dass ich weiter Ihre Bundeskanzlerin sein kann für die nächsten 4 Jahre, was ich gern sein würde. Wunderbare Kulisse hier ist und gehen Sie zur Wahl. Ich habe 35 Jahre gehofft, dass ich mal frei wählen kann. Auch das ist auf der Welt nicht selbstverständlich. Und entscheiden Sie für sich, für Ihre Familien und vielleicht kommen wir dann ja zusammen. Und wenn wir zusammenkommen, dann sage ich einfach nur noch, beide Stimmen für die CDU. Herzlichen Dank. Diesen Wahlkreis besonders gut auffallen, wenn es darum geht, dann zu schauen, wo die Stimmen für die Union geholt worden sind und wie es hoffentlich auch wieder so einer so starken Union kommt, dass sie die Regierung bieten können. In dem Sinne herzlichen Dank für Ihr Kommen und wir beginnen.